Hallo, mein Name ist Kai, ich bin FIFA-Weltmeister auf der PlayStation. Hallo, mein Name ist Gian, ich bin der Europameister auf der PlayStation und der deutsche Meister. Und wir zocken jetzt mal eine Runde das neue Spiel an. Wenn du auf manuell machst, ist es viel zu, also es geht halt gar nicht, dass du genau dahin ziehst, wo der Spieler steht. Das ist viel zu schwierig. Und wenn du es voll hast, dann flankt er immer auf den zweiten Pfosten. Also zumindest war das früher so. Dann hattest du gar keine Wahl mehr, wohin du flankst. So, wenn im ersten Pfosten frei steht, er flankt trotzdem immer am zweiten Pfosten. Ja, ich glaube, Teleübertragung machen halt die meisten. Ja! Aber was ich jetzt noch solche ganz geil finde, ist, bei der Steuerung gibt es so ein Feld, da kann man entweder, das heißt Auto wechseln Bewegungshilfe. Und wenn, da sollte man, glaube ich, auf Party Zell stellen, damit denn, wenn zum Beispiel ein hoher Ball kommt, beim passenden Lauf, dann rennt er die ersten 1-2 Sekunden mit. Und dann wächst, also wenn du Spieler anwählst, der rennt noch 1-2 Sekunden mit und erst dann kriegst du die Kontrolle über den Spieler. Das heißt, der rennt automatisch erstmal mit dahin, wo der Ball hinläuft. Wenn das aus ist und du dahin wechselst, bleibt er immer einen kurzen Schritt stehen. Und zwar ist das hier. Genau, weil wenn du voll hast, dann rennt er die ganze Zeit mit, vielleicht auch nicht so sinnvoll. Weil dann kann man halt auch, glaube ich, nicht mehr wechseln, also die Bewegung nicht mehr ändern. Und auf Partizell hätte, wie gesagt, eine kurze Sekunde mit. Und dann kriegt man eine Kontrolle über den Spieler. Aber das heißt, das ist halt sehr gut, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel auf keinen hätte und ich würde einen anderen Spieler anmelden, wird tendenziell immer eine, ganz kurz stehen bleiben. Und da verliert man halt Geschwindigkeit. Bei Manuel ist es halt schwer, wenn hohe Flanken kommen. Wenn man halt dann Kopfbälle machen will, dann man kann halt so schnell nicht den Mann anwählen. Ja. Vor allem in der Defensive. Da kriegt man vielleicht nochmal den Falschen oder ja. So. Und ich glaub, also ich habe es defensiv erlebt. Die Gegner haben dann zum Beispiel ein paar Mal geflankt. Ich habe es halt am Anfang, in FIFA 16 war das sogar noch, getestet manuell, aber bei den Kopfbällen hast du gar keine Chance. Ich kann zum Beispiel hier die Ballrolle, finde ich halt dieses Jahr wieder ein bisschen effektiv. Ja, der funktioniert halt recht gut. Und der Dragback ist halt geil. Ja, die beiden sind extrem. Wenn man mit der Ballrolle kombinieren will, wenn man es mit der Ballrolle kombinieren will, macht man eine Ballrolle, dann drückt man R1 und dann wieder nach hinten. So. Es gibt so eine Formation, die ist 4-3-2-1. Das ist eigentlich eine super Formation, um Chemie zu kriegen, weil da die Spieler sind so gelinkt. Und da kriegt zum Beispiel der äußere Abwehrspieler mit einem Mittelfeldspieler so ein Dreieck gelingt. Das Gute halt auch an dem Trick ist, der kann halt. Jeder kann den, also jeder Spieler. Man muss nicht eine gewisse Anzahl von Sternen haben bei Skills. Man rennt einfach, dann macht man die Schusstäuschung und in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist halt super, weil man kann innerhalb von einer Sekunde einen Richtungswechsel von 90 Grad, 180 Grad machen. Ja, stimmt, wir haben noch genug gejubelt eigentlich. Ja, weil auch geredet auch. Oh, okay. Man ist so vertieft im Spiel. Ja, mach mal eine Halbzeit auch. Ja, auf jeden Fall. Na, warte mal, ich will mal eben. Ich will, dass die Außenverteidiger mitlaufen. Offensiv pur, Alter. Natürlich. Weil wir sind ja auch mal mitgelaufen, aber hier eher weniger. Deswegen muss man das einschätzen, dass die immer nach vorne laufen. Weil sonst laufen die einfach gar nicht, finde ich. Aber es ist voll kontern, finde ich. Ja, und das steht fest. Viel spielen. Ohne viel spielen kannst du das Spiel niemals kennenlernen. Egal wie viel man redet. Das ist so.